Man muss sich nur den Koran einlesen, Seite für Seite stehen dort Tötungsbefehle. Hier stehen Befehle, bekämpft die Ungläubigen, tötet sie, unterwerft sie. Alles hier in diesem Buch Koran. Und wenn wir davor die Augen verschließen, wenn wir den Kopf in den Sand stecken, wie es damals die Menschen im Dritten Reich gemacht haben, als sie meinen Kampf entweder nicht gelesen haben oder unterschätzt haben oder sich gedacht haben, es wird schon nicht so schlimm kommen. Und vor allen Dingen haben auch viele gesagt, Hitler redet ja ständig von Frieden. Das war in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, war es so, dass kein anderer Politiker in Europa so oft von Frieden geredet hat wie Hitler. Und was hat er damit gemacht? Er hat die Menschen getäuscht. Er hat die Menschen getäuscht, von seinen wahren Absichten Krieg zu führen. Und genauso läuft es heute mit islamischen Repräsentanten. Sie reden ständig, Islam bedeutet Friede. Sie sagen, Islam hat nichts mit Gewalt zu tun. Islam hat nichts mit Terror zu tun. Islam bedeutet also Frieden. Und das ist die erste Lüge. Islam bedeutet Unterwerfung. Das Wort Islam bedeutet Unterwerfung. Und zwar die Unterwerfung aller unter dem Willen Allahs, die Unterwerfung der Ungläubigen unter die Rechtgläubigen, das sind die Moslems, und die Unterwerfung von Frauen unter die Männer. Es sind klare, einfache Regeln, es ist klar strukturiert und deswegen konvertieren auch in Deutschland pro Jahr ungefähr 4.000, 5.000 Menschen zum Islam. Das sind meistens Menschen, die irgendwie einen Sinn suchen, die oftmals auch nicht besonders belesen sind und einfach strukturiert. Und Sie sehen im Islam, sehen Sie eine Ideologie, die Ihnen all das bringt, was Sie sich wünschen. Sie sind dadurch mehr wert. Der Islam sagt, dass Muslime höherwertig sind und dass alle Andersgläubigen schlimmer als das Vieh sind, dass sie bekämpft und unterworfen werden müssen. Und wenn sie sich wehren, tötet sie. All das ist die islamische Ideologie. Dem müssen wir uns stellen und wir müssen dafür sorgen, dass wir endlich einmal in Deutschland eine gefährliche Ideologie rechtzeitig erkennen. Wir hatten 12 Jahre Nationalsozialismus, danach war halb Europa in Schutt und Asche. Wir hatten ungefähr 50 Jahre eine kommunistische Diktatur in der DDR. Danach war das Land heruntergewirtschaftet. Die Menschen wurden von Stasi-Schnüfflern von vorne bis hinten kontrolliert. Warum haben Sie jetzt dieses Zeichen gemacht? Werte Dame, warum? Was ist falsch? Sagen Sie uns einen Punkt, wo wir etwas Falsches sagen. Sie können nicht pauschal sagen, dass wir hetzen. Nein, wir reden über die Fakten. Und die Fakten im Islam stehen in diesem Buch und sie sind in der Realität begründet, wo fast jeden Tag Moslems sich in die Luft jagen und Ungläubige töten. 100.000 Christen werden jeden... Nein, das kann man nicht anders sehen. Das kann man nicht anders sehen. Der Islam hat 270 Millionen Menschen getötet, seitdem er sich im 7. Jahrhundert von Saudi-Arabien aus über die halbe Welt mit kriegerischen Eroberungszügen ausgebreitet hat. Wie viele Leute haben die Deutschen getötet? Sagen Sie mir das mal. Zu viele. Es waren 6 Millionen Juden und um jeden Juden ist es wirklich schlimm. Und deswegen habe ich hier auch eine deutsch-israelische Fahne, weil wir uns von der Bürgerrechtspartei Die Freiheit solidarisch mit Israel erklären. Warum? Weil Israel die einzige Demokratie im Nahen Osten ist. Israel ist umgeben von feindseligen arabischen Ländern, die seit der Staatsgründung Israels im Jahre 1948 dieses Land kriegerisch angegriffen haben. Und warum? Da geht es nicht um ein paar Kilometer Land. Israel ist so groß wie Hessen. Ein kleines, mickriges Land. Ringsherum sind riesengroße arabische Länder. Nein, es geht um die Ideologie. Weil der Islam es nicht duldet, dass auf dem Gebiet, was er als islamisch ansieht, ein fremder Staat ist. In dem Fall ein Staat der Juden. Und Juden sind in den Augen des Islams genauso wie Christen, wie Buddhisten, wie Hindus, Ungläubige. Und alle Ungläubige sind schlimmer als das Vieh, laut Koran. Sie müssen bekämpft, unterworfen und bei Gegenwehr getötet werden. Das ist die knallharte, einfache, strukturierte Botschaft des Islams. Und das ist das, was auch fast jeden Tag in der Welt zu beobachten ist. Und das müssen wir einfach einmal mit offenen Augen sehen. Und wir dürfen nicht immer nur
wegschauen und sagen, okay, was im Sudan passiert, was in Afghanistan passiert, was in Pakistan passiert oder in Somalia oder in Saudi-Arabien, Irak. Es gibt 54 islamische Länder, wo im Prinzip überall Unrecht, Terror, Verfolgung ist und Töten von Andersgläubigen. Aber all dies, liebe Nürnbergerinnen und Nürnberger, wird uns heimsuchen, wenn der Islam hier in Mehrheitspositionen kommt. Und auf dem Weg zu Mehrheitspositionen wird es zu verstärkter Gewaltausübung kommen, zu Terror, und da brauchen wir nicht lachen. Ja? Wenn es passiert, Sie werden die Ersten sein, die sich wundern. Ja? Und Sie werden sich fragen, warum haben Sie damals die Leute von der Freiheit ausgelacht? Sie können noch ein bisschen näher rankommen. Ja? Ich kann mir euch ja noch ins Nasenloch rein fotografieren. Wir kennen diese Methoden, wir haben es in München auch oft genug erlebt. Ja, wir lassen uns dadurch nicht weder beeindrucken noch einschüchtern. Wir werden auch nicht den Mund halten. Wir werden die Fakten aussprechen. Wir werden die Fakten aussprechen und alle Tatsachen, alle Argumente, alle beweisbaren Dinge sind auf unserer Seite. Und uns gegenüber steht nur Diffamierung. Der politische Gegner sagt immer, wir werden Hetzer, wir würden den armen Islam hier pauschal verurteilen. Nein, wir sprechen die Dinge an, die faktisch belegbar sind. Und Sie können mit uns diskutieren, wir können alles Wort für Wort zeigen. Ja? Wenn Sie sich wundern, warum es fast täglich Mordattentate von Moslems gibt auf der ganzen Welt, es steht in diesem Befehlsbuch des Islams, dem Koran, begründet. Seite für Seite. Und liebe Nürnbergerinnen und Nürnberger, machen Sie nicht den Fehler, dass Sie wieder wegschauen, wie es unsere Eltern und Großeltern gemacht haben. Sie haben wahrscheinlich meinen Kampf gar nicht gelesen. Und danach war die größte Katastrophe in der europäischen Geschichte vollbracht. Und wir wollen nicht, dass es erneut eine Katastrophe gibt. Und die wird sich ereignen, wie überall, wo der Islam sich ausbreitet, auch dann bei uns. Schauen Sie nach England, schauen Sie nach Frankreich.